der letzten Episode, Richard Matheson, die Sprüche hat man garantiert alles schon. Ja, wenn du da nicht sagst, Achtung, ich möchte vielleicht nicht in der Nacht starten. Die neuen, alles klar. Ein Brecheisen, super. Bitte irgendwas zum Anziehen. Ja, okay, das ist trotzdem noch zu kalt. Und einmal rundherum gehen natürlich. Noch ein Brecheisen, okay. Gut, dann haben wir zwei. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 34. Heißt, das sind die Hütten am See, am Rätselsee, wohlgemerkt. Und tatsächlich wird es dem Jungen hier drinnen warm, man fasst es nicht. Funde sind weiterhin sehr rar und es ist ein Custom-Interloper. Die Wölfe um eine Nuance reduziert und haben 2x Zeit eingestellt. Weil die letzten Leben zu viel mit der Temperatur zu kämpfen hatten und eigentlich kaum mit was anderem. Ja, wir gehen auch direkt wieder raus, weil es da drüben noch drei Hütten zu durchsuchen. Hier ist halt nur eine. Ja, wir hatten heute schon einen Blizzard, zumindest klang es so. Ich glaube, in der Statistik ist da nichts zu sehen. Wir haben natürlich erst noch 0 Tage. Doch, wir haben tatsächlich den Blizzard jetzt gerechnet. Okay, das zählt dann wirklich nur, wenn es, ich sag mal, wahrscheinlich mit Schneefall aufhört. Irgend sowas in der Richtung wird das sein. Okay, wo wir schon mal hier sind. Und keine Wölfe hier sind. Die Startzeit, die wir mit dem Jungen hatten. Das dürfte so 2 Uhr nachts oder so gewesen sein. Die hat den Vorteil, dass jedes Mal, wenn du halt aufwachst, früh ist, dass dann sozusagen auch in der Statistik ein Tag gezählt wurde. Das ist natürlich schon praktisch dann wieder. So, die da sammeln wir sowieso. Nee, das gehört zu dem Boden. Okay, dann gehen wir erstmal zur hintersten Hütte. 3 Wölfe haben wir sogar hier. Krass. Da hinten ist der Bär. Aber wir haben schon Hammer gefunden. Das ist ziemlich cool. Ja, und fast alle Prozente verloren. Okay. Wir sind immer noch auf der Suche nach was zum Anzünden. Halt. Tja. Zumindest in der Hütte nicht. Ah, guck mal. Nein. Da haben wir noch ein Büchlein gefunden. Hier ist wieder ein Zettel. Diese vielen Zettel, die es neuerdings gibt. That'll come in handy. Ja, das wird jetzt tatsächlich knifflig, weil wir haben schon 2 tolle Dinge. Aber dann ist das klar, dass wir die Mütze da anziehen. 6 und 2 Grad. Na, jetzt wird's dir hier drin warm, alter Schwede. Aber ich fürchte, wir müssen am nächsten Tag zum Damm sprinten. Keine andere Chance hier. Wir haben nur noch eine Hütte hier, die wir noch besuchen können. Und dann, wenn wir da auch nichts zum Anzünden finden. Tja. Einfach schön. Damn. Freezing.
dafür muss man jetzt dann doch mal genauer schauen, ob da vielleicht doch was ist. Last but not least. Oder vielleicht doch least, wer weiß das schon. Da nix, da gibt es sowieso keine Streichhölzer. Hope nobody needs this anymore. Ja, okay, Nähzeuge und Verbände haben wir jetzt tatsächlich genug. Es wird dem Jungen zu schwer. Ja, nix. Nix, nix, nix zum Anzünden. Okay. Blöd. Ja, dann, wir müssen 3 Stunden warten. Beziehungsweise kannst du gleich auch am Bett warten. Geht das ein bisschen schneller hier? Ja, das reicht. Okay. Ja. So, unser Futterbestand beschränkt sich darauf. Wir werden also nicht genügend Wasser haben, um durch die Nacht zu kommen. Das müssen wir dann als letztes nehmen. Wir brauchen für, naja, es werden nicht 10 Stunden, aber 9 Stunden wären es wahrscheinlich schon. Wir machen mal 10, 675. Das sind 500. Und dann noch ein Riegel, okay. Das wird nicht gut. Wir haben vielleicht für 6 Stunden Schlaf, Wasser, ansonsten nicht. So, ja, die Prozente sind nicht wirklich besser. Ich würde sagen, wir sind schon wieder sehr, sehr nah am Ende. So, wir haben jetzt einen Tag und 2 Blizzarde. Das ist zum Kotzen. Ach, als Maul. Sind die Wölfe noch da oder wo sind sie jetzt? Der Bär ist da hinten unterwegs, okay. So thirsty, I can't think straight. Oh ja, hallo. Danke fürs direkt neben mir auftauchen. Gut, dann rennen wir jetzt erstmal zum Lagerbüro zurück, entledigen uns vieler Dinge und wobei wir viele Dinge auch hier reinwerfen können. Wir haben nicht mehr viel Prozente. Das ist die Nacht war nicht gut und wenn wir nichts zum Anzünden finden, ist hier auch relativ schnell Schicht im Schacht. Mal wieder. Kannst du nicht bitte einfach nur die Zahl reintun, die reinpasst? Was ist denn das immer nur? Rein damit. Okay. Pack die einfach auch noch hin. Das ist gerade erstmal egal. Tja, Junge. Kalt ist es schon. Da müssen wir uns nochmal aufwärmen. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit nicht der dritte Blizzard innerhalb eines Tages hier durchrauscht. Na, wenigstens ich kann was trinken. Ja, Kopfschmerzen müsste der Junge eigentlich bekommen von der Dehydrierung. Da bin ich froh, dass sie das nicht drin haben. Das ist natürlich dann schon praktischer, wenn du dann zum Beispiel im idyllischen Tal oder auch in der Küstenstraße startest, da hast du dann viel mehr Möglichkeiten, an Wasser zu kommen. Das ist im Grätzelsee deutlich schwieriger. Ja, die sind hier drin. Naja, da haben wir ja fast schon den Steinhaufen zusammen. Das ist ja super. So.
4 Federn. Genau. Okay, dann müssen wir rauf. Auch aufwärmen natürlich. Weil wir müssen echt auf die Prozente achten. Also, das heißt, hier bitte 1 Stoff und 2 Nähzeug. Oben die Mütze. Achso, die Sprühdose haben wir unten irgendwo stehen, glaube ich. Ist auch völlig egal. Okay, 2 Verbände zu viel. Jetzt wärmen wir uns erstmal auf. Ach du Schande, das ist... das wird wieder nichts. Ich sehe das jetzt schon. Das wird wieder nichts. Jetzt sind wir zwar warm, aber wir haben durch das Wasser so extrem viele Prozente noch verloren. Dass wir es wahrscheinlich, wenn da nur gerade so in den Damm schaffen, falls wir überhaupt dort an einem Wolf vorbeikommen. Und da schneit schon wieder. Blizzard Nummer 3 ist im Anmarsch. Okay. So. Wir können zumindest dann nochmal in der Höhle am Seeausblick schauen, ob da vielleicht was liegt, in der Richtung Feuer starten. Dann würde uns das den Gang zum Damm sparen. Ansonsten heißt es halt, scheuch den Jungen. Ja, Junge. Leicht ist anders. Keine Sorge, ich kann nicht mehr rennen. Ja, die Schließkassette, wunderschön. Ganz einfach, nope. Okay, mit dem 2x, das war vielleicht doch nicht so gut. Klar, die Temperatur geht nicht ganz so schnell runter. Hat jetzt keinen Unterschied gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen mehr als einen Tag später und der Junge ist schon wieder völlig fertig im Eimer. Könnte im Prinzip gerade wieder entsorgt werden. Im Restmüll. So, den Restkreis müssen wir uns leider aufheben. Der Junge weiß auch nicht, was er machen soll. Er schlottert und keucht und schnauft. Can't feel my hands. Tja, Junge, das wird eine ganz, ganz, ganz knappe Kiste. Wir müssen aber deine Rennerei hier ein bisschen für reservieren. Ja. Okay. Zumindest diese Stelle mal überwunden. Und da gehen die Prozente jetzt rapide in die Knie.
cold. I'm warming up again. Ich hoffe, da vorne ist kein Wolf, sonst war es das. Ich will noch kurz noch schauen, ob wir hier noch ein paar Birkenrinden abkrabbeln können. Sollten wir was zum Anzünden finden, können wir uns dann gleich was kochen. Und ja, ein paar finden wir. Okay, das ist rechte Hand. Linke Hand. Ja, das ist Blizzard Nummer 3 gerade, habe ich das Gefühl. Ja. Wir müssen jetzt erstmal rennen. Wenn wir in den Wolf rennen, dann rennen wir in den Wolf. Dann ist es halt so. Also mir kann keiner erzählen, dass das normales Interloper-Wetter ist. Das kann man mir nicht erzählen. Wir haben nicht mal einen anderthalben Tag und 3 Blizzard. Ich weiß nicht. Das ist doch völlig durch. Ich finde es schade, dass Hinterland im Prinzip diesen relativ klar abgestimmten Modus so dermaßen kaputt gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass sie da wirklich ein Augenmerk noch drauf haben. Ich glaube, sie haben da vor allem ihren DLC und den Story-Modus. Aber zumindest sind wir mal da. Schön finster hier. Ach du Schande, ist es finster. Bin ich schon im Klo? Ich sehe wieder nichts. Also können wir natürlich extrem viel durchsuchen, das ist klar. Zumindest haben wir mal Wasser. Und Temperatur. Leider ist immer noch der Hunger da. Ich will das aber das bisschen, was wir haben, jetzt nicht veressen. Und Junge, du kannst es auch mal aufhören hier, gell? Weil der Herr mal ein bisschen rennen muss. Tja. Nee, das ist Metallregal, okay. Wir brauchen nicht so viele Mützen. Wieso kriegen wir nur Mützen? Gut, ich würde sagen, das war's. Es ist nichts zu sehen hier, absolut nichts. Da drüben kann man irgendwie erahnen, dass man nochmal in den Raum geht. Hier hinten hört man gar nicht mehr den Blizzard, echt? Ich könnte mal gucken, ob wir wenigstens noch was in dem Safe finden. Irgendwo bei der 5. Genau 5, okay. 25. Yep. Und 55, achso. Naja, okay. Die 55. Genau. Just what I need. Naja, das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Ja, warte mal, hier ist, glaube ich, ein Schreibtisch. Das ist einfach nur das Gedächtnis. Werkbank? Nee, nee, nee. Die Werkbank braucht halt die Schublade, war da. Nix, nix. Stuhl, Werkbank, Stuhl. Erste Hilfe-Set.
I could use this. Noch ein Verband. Ja. Nein, wir haben nichts zum Anzünden. Das Einzige, was noch wäre, wäre noch die Möglichkeit, die Container vorne. Das Problem ist halt, es ist so kalt, dass wir mit einem Grad Temperatur nicht wirklich was gewinnen. Ja, letzte Chance. Container. Keine andere Möglichkeit. Wieder instant das Unterkühlungsrisiko. Halt, wir wenigstens mal ins Auto schauen. Da finden wir manches Mal ja auch. Da ist noch ein Lernbuch. Nein, wir finden nur Müll. Gut isoliert das Auto. Okay, erstmal den Container. Da kommen die Prozente. Nope. Na, wenigstens mal was zum Anziehen. Okay. Nee, dann haben wir hier auch nichts zum Anzünden. Ja, und die Prozente werden leider nur weniger, wenn wir dem Jungen jetzt nicht einfach ständig was zu essen geben. Nope, das war's. Das war's. Gut, wir könnten ihm schon was zu essen geben. Das ginge schon. Und dann halt erstmal warm warten. Ja, guck mal, wie lange wir warten. Gotta eat soon. Wir haben den Blizzard anscheinend immer noch. Anscheinend haben wir den Blizzard noch. Nein, hier ist auch nichts. Der ist immer noch da. Okay, hier sind nur die Stühle. Gut. Das ist auf die Dauer gesehen nicht gut, dass wir den Jungen jetzt hier durchfüttern müssen. Ist das immer noch Blizzard oder was ist das jetzt? Nee, ist klar, auf. Nächste Chance, die wir noch haben. Holzfällerbaracken. Weil wir müssen halt irgendwo hin, wo wir auch schlafen können. Da gibt es nicht so wirklich viele Stellen. Hier gibt es auch eine Eiche, echt.
Ja, also das mit dem Wetter. Das war schon besser. Keine Birkenrinde hier. Wenn du rennst, sinkt dein Hunger auch. Steigt dein Hunger schneller. Kommt schneller wieder, sozusagen. Ja, das symbolisiert jetzt ein bisschen den Kopfschmerz, den wir haben von dem wenigen Trinken. Beginnt auch schon ein bisschen hin und her zu wanken. Das ist nur ganz leicht, ich merke das halt, weil ich bin völlig im Autowalk und ich habe die Maus nicht an und ich merke, dass er halt so ein bisschen so wankt. Ich meine, er gewinnt ja Prozent jetzt wieder, weil nichts, noch keiner der Kreise komplett rot ist. I could use a drink. Aber ich hoffe so sehr, dass wir hier was finden. Wir sollen noch ein paar Stöcke mitnehmen, damit wir auch wirklich genügend Holz haben. Falls wir was finden, damit wir instant Wasser kochen. Und Tee halt. Birkenrindentee und Schlaftee, den werden wir dann nämlich beides brauchen. Inzwischen hat sich das Wetter komplett beruhigt. Holzfällerlager. Das ist auf der anderen Seite, bei den Gleisen. Ich habe ihm natürlich jetzt auch erstmal das schlechte Futter gegeben, weil wenn er da dran irgendwas bekommt, dann ist es wenigstens schnell aus. Dann muss er nicht so lange leiden. So muss er jetzt aber dann doch noch durch. Erster Container, Fehlanzeige. Na, guck mal, hast du noch was zu futtern? Das geht bei dir heute Nacht. Bis dahin muss man leider auch dann nochmal gucken, wie man mit deinem Wasser rumkommt. Sprühfarbe irgendwie nutzen könnte zum Anzünden. Da hätte man so viele Zunder, da würdest du wahrscheinlich keine Sprühfarbe finden, schätze ich mal. Ja, nee. Wir haben ja auch nichts zum Leuchten, von daher müssen wir uns darauf verlassen, was wir hier sehen, und das ist nicht viel. Okay. Dann schauen wir wenigstens hier vorbei. Gut, zumindest Topf. Nein. So. Das ist das Letzte, was hier noch Sinn macht. Was ist los? Warum trappelst du wie ein Verrückter? Das ist leider das Falsche. Ich brauche nicht tonnenweise Nähzeuge, davon kann ich mir nichts kaufen. Nein, es soll nicht sein. Anscheinend nicht. Okay, dann lass mich überlegen. Es gibt noch einen Ort im Rätselsee. Sag mal, bist du bekloppt oder was? Es gibt noch einen Ort im Rätselsee, wo man theoretisch noch mal hin könnte, wo man eine Unterkunft hat mit Schlafstätte, und das ist die Hütte beim namenlosen Teich. Mehr ist nicht. Das sind alle Schlafstätten im Rätselsee.
Tja, dann ist das wohl das Schicksal. Ist der dritte Blizzard erstmal vorbei. Der vierte kommt dann wahrscheinlich heute Nacht. Aus dem All betrachtet ist das wahrscheinlich einfach so ein Wolkenteppich, der immer so kleine Löcher dazwischen hat. Okay. Ach, nee, ist ein Reh. Ich wollte gerade sagen. Kommen wir da jetzt gar nicht durch? Kommen wir doch. Du musst Eichen suchen, da findest du was. Kommst du hier hoch? Ich bin so neidisch. Ja, wenn das Wasser zur Neige geht, kriegt der Junge dieses Trockenfleisch. Und ein bisschen Wasser natürlich. Aber wir müssen echt gucken, dass wir da den Wasserbestand irgendwie im Zaum halten. So viel haben wir nicht. Die einzige Möglichkeit, die dann noch wäre, sollte man den Tag überleben, dass wir in die Küstenstraße versuchen zu fliehen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das schafft. Sehr unwahrscheinlich. Einfach nichts. Gut, es ist zum Glück nur auf der anderen Seite des Grates. Nicht so weit weg. Zimmer. Das Gerät hier. Na gut, das bringt uns leider nichts. Können wir gerade ignorieren. Tja, wenn man wüsste, wo Bunker sein könnte, könnte man die Gegend vielleicht noch abklappern. Aber das ist eher knifflig. Auch nix. Also hier ist zumindest nichts. Bist jetzt gerade trocken geworden? Ja, hast du dich gerade beschwert, okay. So. Erstmal die. Ah ja, guck mal, aber noch was über. Jetzt habe ich natürlich schon getrunken. Die Bücher lassen wir jetzt einfach mal da. Ich habe jetzt keinen Bock, mich damit zu beladen. Ich bin ja nur auf der Suche nach irgendwas zum Anzünden. Ich würde auch eine Lupe nehmen.
Nein, es gibt einfach nichts. Okay, dann müssen wir den Jungen jetzt heute Abend noch so positionieren, dass wir am nächsten Tag durch die Schlucht rennen können. Zu Deutsch wieder zurück. Und zwar bis zu den Containern vor dem Damm zurück. Wir können auf keinen Fall rennen. Außer es ist jetzt ein Notfall natürlich, klar, aber sonst halt nicht. Wenn du mal nichts zu schnaufen hast, dann wirst du auch nicht glücklich, oder? Ich will nämlich gucken, wo der Bär ist, falls der hier rumscharwenzelt. Deswegen gehen wir hier oben lang. Naja, hier kommst du relativ easy runter. Ist kein Bär zu sehen hier. Das Reh kommt auch wieder zurück. Und ich gehe wieder hoch. Haben wir doch noch eine Feder gefunden. Okay. Dann wieder zurück zum Container. Irgendwie die Nacht rumbringen. Ich denke, die sind da oben unterwegs, unterhalb des Turms. Die haben wir schon gesehen. Als wir da vom Turm wieder runtergekommen sind. Ist es richtig, dass dein Herz aufhört zu schlagen? Heißt das, dein Balken wird bald weiß? Tatsächlich. Aber du siehst ja, wie viel du dem Jungen zu essen geben musst. Das ist krass. Ja, da bin ich immer gespannt. Schaffen, den Jungen in die Küstenstraße zu bringen. Ich meine, Schwarzfels brauchst du gar nicht erst anzufangen. Das ist echt eine furchtbare Karte. Tja, Junge, wir sind hier nur auf der Durchreise. Jetzt hier keinen Halt. Früher konnte hier auch mal ein Rucksack stehen, aber den habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Zumindest scheint es hier ruhig zu sein. Das ist auch ganz angenehm. Mal schauen, was da an dem einen Baumstumpf war. Da oben steht ein Schössling. Das ist nur ein Stein, oder? Ja, ich glaube. Mhm. Okay. All I can think about is food. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das sind die auch auf den Gleisen, okay. Getting kind of thirsty. Yep.
Es ist aber besser als am vorherigen Tag, Junge. Zumindest wie viel du zu essen bekommst. Wenn ich deine Prozente angucke, natürlich eher nicht. So, wie sieht das hier aus? Wie nah sind die Wölfe? Da hinten ist einer auf dem Gleisen. Froh sein, dass das Wetter noch so mild ist. Ja, noch so ein unsinniges Buch, noch eine Zeitung. Jo, heißer Joche. Auch hier nichts zum Anzünden. Schöner Mist. Okay. Was noch die Möglichkeit wäre, dass man vielleicht mal unter der Brücke lang geht. Problem ist, da ist halt gerne auch mal ein Wolf. Echt, unsere Fußabdrücke sind immer noch da. Man hört aber nichts bezüglich bezüglich Wolf. Also die ganze Zeit vorhin schon nicht. Die da hinten. Das ist leider ein Hirsch. Das ist ein Stock, okay. Dann nehmen wir den auch mit. Ja, hier scheint auch nichts zu sein, irgendwie. Ja, ich weiß, hier gibt es jede Menge Rohrkolben, aber das bringt mir nichts. Ja, das ist nur ein verlassenes Feuer. Okay. Dann hat der Rätselsee wohl nichts zum Anzünden, tatsächlich. Ich meine, so viele Stellen gibt es mehr. Es gibt noch zwei Eisfischerhütten, eine Hütte am See, den kaputten Turm. Hab ich was vergessen? Ja, wie war das? Ellens Lichtung, Daves Lichtung. Die Sachen halt. Gut. Da kommst du gleich das nächste hinterher. Und ein bisschen Wasser drauf. Mal kurz kalt warten und dann rin. Ja, von allen Dingen, die natürlich reinziehen, ist natürlich die Temperatur am schlimmsten, das ist klar. Okay. Haben wir irgendwas, was wir basteln können? Dann machen wir wenigstens mal hier. 10 Minuten. Und ja, mehr haben wir erstmal nicht. Okay, warte mal, geh mal in den Rucksack, in die Kleidung. Was kannst du denn hier noch machen? 40% in einer Stunde. Da ist das Wasser schon wieder leer. Da ist es zumindest ein bisschen wärmer, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich ist es Blizzard Nummer 4 jetzt. Mhm. Ja, okay, wir müssen noch 2 Stunden warten. Das müssen wir leider auch ohne Wasser machen. Reicht. So, du brauchst wieder deine 600, was? 75, also brauchst du noch 580.
horse. Das sind 550. Ja, ich denke, das passt. Wir schlafen ja auch keine vollständigen 10 Stunden. So, dann trink's jetzt komplett. Tee haben wir leider nicht. Weder Birkenrinde noch Schlaftee. Also das ist das, was wir jetzt halt bekommen. In der Zeit. Ja, okay. Wir sind vielleicht bei 40% in der nächsten Folge. Wir versuchen in die Küstenstraße zu kommen. Ich würde aber nicht zu viel Hoffnung reinhängen. Wir haben jetzt 2 Tage überlebt und hatten 4 Blizzarde. Also erstens zu Deutsch, ob wir durchkommen, würde ich nicht viel drauf wetten bezüglich Blizzard. Und zweitens würde ich nicht viel drauf wetten, dass wir durchkommen wegen der Temperatur. Und ob wir was zum Anzünden finden, das wird man dann sehen. Sollten wir was finden, wir haben, können wir natürlich Wasser kochen etc. pp. I would do anything for a drink. Aber es ist egal, wie man sich einstellt. Interloper ist härter als vor der Version 2. Dann geht's in der nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.